Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim Teil 295. Wir sind immer noch hier und wir müssen ihn killen, ohne entdeckt zu werden. If it's a mercenary you're looking for, you found him. There's no stronger sword on. So you're the one from the Dark Brotherhood? I need you to kill the big laborer at Catalyst Farm. Here's the gold for the kill. Make it painful. Ach genau, das war die Aufgabe des DC-Person. Ja, genau. Das ist auch der letzte Tod, den ich jetzt direkt jetzt machen werde, denn danach werde ich eine andere Quest annehmen. Dieser Teil wird nämlich nicht ohne Grund etwas kürzer, denn ich habe eine zusätzliche Mod installiert und die hat etwas mehr Zeit in Anspruch genommen bei der Installation, wie mir lieb war. So. Muss ich eigentlich hin? Was, schon wieder Katlers Hof? Was? Wie oft soll ich das noch jemanden töten? Soll ich den ganzen Hof gleich abbrennen oder so? So kommt mir das langsam vor. Das brauche ich nicht. Ich bin unschuldig. Oh, was ist das? Mit der Steuerung gerade. Die Steuerung spackt gerade. Aber anständig. Ich will die. Ich halte die Maustaste gedrückt. Schießt einfach. Was ist denn das gerade? Ich versuch's nochmal. Entweder liegt es am Spiel oder an meiner Maus, aber ich glaube eher am Spiel. Oh Mann, die Frau rennt mich um. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt hier rum. Vor ist er da jetzt rumgegangen. Ich kann den nicht von hier aus killen. Ich muss warten, bis es sich irgendwo anders hin bewegt. Hier zum Beispiel. Ich hasse es, wenn zufällige KI-Routinen abgespielt werden. Das heißt, wenn man Glück hat, dann macht er gleich das, was er soll. Und wenn man Pech hat, dann bleibt jetzt die einfach die ganze Zeit da stehen. Ah, jetzt macht er etwas. Er geht dahinter. Ah, jetzt geht er wieder dahin. Willst du mich verarschen, oder? Warum kann er sich nicht gleich dahin stellen, wo er vorher war? Jetzt muss ich doch fast tatsächlich warten. Let's move faster. The sun is. It's not great for my skin, if you.
Die Zeit vergeht heute aber schnell, also. Nicht das, was ich wollte. Was ist denn gerade mit der Steuerung? Wer sieht mich da? Can I help you? Vielleicht hing er da fest. Wer sieht mich denn da? Das ist immer noch der Überriss vom letzten, oder? Ah, er bewegt sich. Wieso treffe ich den nicht? Wer entdeckt mich denn da? Oh, hier ist jemand. Ah, mach was, okay. Wie hat man mich da gesehen, bitte?
man off, I suppose. Ah, Licht. Wo habe ich denn jetzt diesmal einen Feind? Ich habe hier keinen Feind. Who's there? I knew I heard something. Das war dann wohl der Feind. Ich will wissen, was passiert. Wenn das nicht funktioniert, dann lasse ich die Quest einfach. Es ist eigentlich eine relativ blöde Stelle und der macht nie das, was er tun soll, dass er mal rumgeht oder sowas. Nein, warum denn auch? Schauen wir doch mal. Okay. Ich lasse es, das wird mir zu blöd. Es hat jetzt genug Zeit in Anspruch genommen. Da ist die Quest ignoriert. Ich habe jetzt dies mit Blade. I used to be an adventurer like you. And I took an arrow in the knee. Exakt. Wollte ich auch schon mal sagen. Damit es ein bisschen hübscher aussieht. Und von hier aus eigentlich? Ich möchte was nachschauen, was mich interessiert. Ah, man sieht es hier. Jetzt würde ich sagen, hä, was ist da hinten? Etwas, was durch die eine Mod kommt, die ich installiert habe. Und zwar die Mod Legacy of the Dragonborn. Ist eine etwas speziellere Quest-Sammelmod. Das sorgt auch dafür, dass jetzt hier höhere Ladezeiten sind. No matter what else happens, the guards will always be grateful for everything you've done. Man sieht ja, Moment, da hinten ist ein kleines, niedliches Gebäude. Look, that Vichy woman had a bodyguard. I know it's terrible she got murdered at the hallway. Ja, die Fläche war ursprünglich mal leer und da hat man jetzt das hingebaut. Öffnen Gate, ja, leider hat die Mod keine deutsche Sprachausgabe. Die Dragonborn Gallery entdeckt. Hot Springs, also heiße Quellen. Oh, hier ruckelt es dezent. Haben jetzt die hier. Ich öffne mal die Dragonborn Gallery. Entschuldigung, kann ich dir helfen? Eigentlich sollte das und. The museum is currently closed until further notice. Das Museum ist vorübergehend geschlossen, bis weiteres bekannt gemacht wird. Man hat auch neue Musik. Gibt es etwas, was ich tun kann, um zu helfen? Well, you do look the adventuring sort. Perhaps you can. You see, we are in need of a vast array of relics to display here at the museum.
And I'm afraid that the mercenaries and treasure hunters I've hired thus far have proven to be more trouble than they are worth. Also, ja, du siehst aus wie ein Abenteurer. Du könntest mir helfen, ein paar Dinge zu beschaffen, denn die Händler und Söldner, die ich angeheuert habe, mir Sachen zu beschaffen, die haben mir bis jetzt nur Ärger gebracht, aber nicht das, was ich wollte. Ich kann dir Dinge bringen, die du ausstellen kannst. That would be fantastic. And I think a special arrangement could work. Instead of me simply buying the relics off of you, perhaps you could bring them here, lend them to the museum. I'll give you an occasional finder's fee and we'll safeguard your collection for you. You'll be able to access any and all of your collection as you see fit, and you'll know the rest of it will be safe in your absence. Er hat gesagt, ich habe eine eigentlich bessere Idee. Anstatt dass du mir Sachen einfach bringst und mir die verkaufst, könntest du auch mir Sachen als Leihgabe bringen und du bekommst halt einen Finderlohn. Du stellst deine Sachen aus, wir passen drauf auf, während du weg bist. Hört sich doch gut an, oder? Ja, hört sich gut an. Excellent. Well, let me give you the 10 septum tour then. This building was once called Nacnerian Hall, and it was the site of a temple of Talos, built before the Grand Temple here in Solitude. Okay. Das werde ich jetzt ein bisschen anders machen. Man bekommt jetzt die 10 septum tour. Ursprünglich war auf diesem Gebäudeplatz ein Tempel errichtet worden, man hat aber neuerdings auf diesem Platz dieses Gebäude errichtet. This is the gallery. I call this area the Hall of Heroes. To our right is the main reception hall and staff barracks. Dies ist die Galerie. Ich nenne sie die Halle der Helden. Zu deiner Rechten findest du auch den Haupteingang. Und die Baracken für die Mitglieder. Staff Barracks, ja gut, also die Unterbringungsorte für Mitglieder. To the left, the library, where I do most of my work. Zur Linken, die Bücherei, wo ich das meiste meiner Arbeit tue. There are 3 sub-basements, all spiraling off from this main chamber, leading to the Daedric Gallery, the Hall of Lost Empires, and the Gallery. Von diesem Hauptraum gehen 3 Treppen weg nach unten und es gibt 3 Themenbereiche. I've done years worth of research and found that many of the great relics of Tamriel have for some reason gravitated to Skyrim. Ich habe schon mal Ausstellungsorte vorbereitet, wo man alles sehr praktisch unterbringen kann und ich habe viel studiert und herausgefunden, dass seltsamerweise die meisten antiken Reliquien oder Relikte irgendwie es nach Skyrim geschafft haben und nach Himmelsrand. Vielleicht verspüren die Energien in diesen Objekten die bevorstehende Krise. Ich habe keine Ahnung. At any rate, have a look around and then come talk to me when you're ready to move forward. Schau dich um und gib mir Bescheid, wenn du fertig bist. Und wir machen weiter. Genau. Erkunde das Museum und frage ihn, was du für ihn beschaffen kannst. So, ich gehe erstmal. Ja, er ist komplett neu vertont. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich finde es auch witzig, dass mir die aus dem Ladebildschirm die Figuren verwendet hat, weil eigentlich passt es sehr gut für sowas. Beispiel, das hier ist auch aus dem Ladebildschirm. Das hier auch. Das sind alles Objekte des Ladebildschirms. Passt aber sehr, sehr gut da rein, muss ich sagen. Beiden Sachen auch. Hier ist die Tür der dunklen Bruderschaft. Ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Kann sich lesen. Wuthred. Elder Scrolls. Ach, ich kann nicht meine Elder Scrolls ablegen, was sehr praktisch ist. Woher er denn genau wusste, dass man die ganzen Sachen hat, die man hat, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es sind noch überall so Plaketten dran.
Ach, es sind Bogen. Ach, genau. Die Reliquien des oder der heiligen Kreuzzügler oder Kreuzritter. Man sagt ja Kreuzritter im Deutschen. Obwohl von vielen als wahnsinniger Mörderer verschrien, wird Pelinal Whitestrake immer noch als Tamriels meist bekannte Figur, ganz besonders von denen, die das Pantheon von Alessia anbeten, oder dem Pantheon von Alessia anbeten, angesehen. Jeder dieser Relikte, die halt noch nicht da sind, wurden von einem der acht Heiligen. Acht? Sind es nicht neun? Ja, gut, das stimmt. Der eine ist ja vom Empire quasi, aberkannt worden, so ungefähr. Und wurden zu Pelinal weitergegeben, um ihn bei seinem Kreuzzug gegen den Eilate König Umariel, den Ungefederten, Unfeathered, zu unterstützen. Nach seinem Niedergang verstreuten sich die Relikte, um dann von den Rittern der Neuen gefunden zu werden. Und danach wurden sie wieder verstreut. Um dann im dritten Zeitalter vom Champion von Cyrodiil wiedergefunden zu werden. Man redet hier vom Hauptcharakter von Oblivion, würde ich sagen. Eigentlich sehr nettes Museum. Was für eine tolle Bauweise, es zieht hier wie die Sau. Aber man kriegt wahrscheinlich erst die Beschreibung. Ups, wenn ich. Knopf wollte ich drücken. Die Halle des verlorenen Imperiums, des verlorenen Empires. Okay, wo kriegt er die Tür her? Aber es ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ich habe gehört, dass die sehr schön sein soll. Die Mod, aber das ist wirklich. Gut, die Mod ist nicht gerade klein. Ich glaube, die hat insgesamt 5 GB in der Installation. Resonanzedelstein. Ja, genau, kenne ich. Habe ich den noch? Ein Resonanz-Edelstein. Ein Quest-Item. Ja, das verlorene Imperium wird natürlich. Wenn die Dwemer hier bezeichnet. Oh, das sieht echt. Der, wo das gemacht hat, sich echt Mühe gegeben. So würde ich mir nun. Ich wollte gerade sagen, Hotel. So würde ich mir. Ein Museum vorstellen.
Also wenn jemand ein Museum machen würde, die Thematiken, dann würde das schon Sinn machen, das so aufzubauen. Obwohl die Tür mich immer noch etwas irritiert. Hier ist ein Schild gewesen. Die Egal. Die Galerie halt. Blutiger Helm. Ich finde es toll. Ja, es gibt halt noch keine deutschen Texte dafür. Die letzte verbleibende Seite des Mysterium Xaxes. Das Mysterium Xaxes war ein Band, geschrieben von Merun Stegorn. Es war ein Artefakt von großer und böser Macht. Das Buch wurde Manka Cameron von Dagon gegeben, nachdem er den Band studiert hatte. Schrieb Manka Kommentare über das Mysterium Xaxes. Inspiriert von den Prophezeiungen und Versprechungen im Buch gründete Manka die Mythic Dawn, ein Daedra-Kult, Daedra war das Wort, oder daedrischen Kult, welcher Merun Stegorn anbetete. Das Xaxes fungierte dabei als das heilige Buch des Kultes. Die Mächte des Buches benutzend, erschuf Manka Gaia Alata oder Paradies, einen alternativen Raum. Wo die Seelen von Mythic Dawn Kultisten hingingen nach ihrem Tod. Diese Seite ist alles, was davon übrig geblieben ist. Die Oblivion-Krise, und das ist eine nette Anspielung. In der dritten Ära 433 wurde der Frieden des Imperiums bedroht von dem daedrischen Lord Merun Stegorn. Achso. In der dritten Ära 433, das ist ein bisschen komplizierter, wurde der Frieden des Imperiums bedroht, als der daedrische Lord Merun Stegorn sah, dass sein Plot, ganz Tamriel zu erobern, fast Früchte getragen hatte, als seine Diener arbeiteten, um das Imperium mit der Hinrichtung oder mit dem Anschlag Uriel Septim den Siebten zu töten, aus der Ordnung gebracht werden sollte, um zu ermöglichen, die Barrieren zwischen dem Reich des Vergessens, The Realm of Oblivion, und Nirn zu zerstören. Um durchgehend zu ermöglichen, Oblivion-Tore zu öffnen. Das ist ein komplizierter Satz.
Genau. Solche Tore wurden offen gehalten innerhalb des Reichs des Vergessens, indem man sogenannte Siegelsteine benutzt, wie diesen hier. Um sicherzustellen, dass der Riss, also die Öffnung, nur innerhalb des Reichs des Vergessens selbst geschlossen werden konnte. Okay, das ist kompliziert, aber gut geschrieben alles. Das Onga Infinium, ich glaube, das habe ich nicht genau. Ich mag die Mod. Gut, es gibt dann auch Quests, wo man dann die Aufgaben bekommt, Sachen zu beschaffen. Glaube ich, war noch nicht. Ach, den habe ich aber irgendwo. Die Halle der natürlichen Wissenschaften und die Halle der Seltsamkeiten. Ah, okay. Hier runter. Die Galerie der natürlichen Wissenschaften. Ich mach den Teil doch ein bisschen länger. Ach, eine Mammutausstellung. Ah, okay, da kann man dann quasi... oh, boah, da ruckelt es. Okay, das ist ein cooler Trick eigentlich. Boah, das ruckelt. Ah, ich kann Sachen anpflanzen, zum Beispiel das da. Ja, cool. Was ist das hier? Hospizspinne-Ausstellung und Chaos-Ausstellung. Ich finde es cool gemacht. Das kann natürlich, könnte man das so sehen, dass das alles gefaked ist, quasi. Dass es so aussieht, als wäre es ein offener Raum, aber in Wirklichkeit ist es kein offener Raum. Hier kann ich zum Beispiel nicht rüberspringen. Wahrscheinlich konnte ich bei dem einen bloß rüberspringen, weil es ein... wie drücke ich es jetzt am besten aus? Weil ich da was anpflanzen konnte. Es ist sehr cool gemacht. Der Rote Berg. Tidepool. Achso, ja, das ist so ein... Und ein Aquarium. Kann ich da reinspringen? Nee, natürlich nicht. Also es ist halt ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ui, und ein Drache. Also ich muss sagen, es ist wirklich, meiner Ansicht nach, Respekt an den, der das gemacht hat, wirklich gut. Es gibt so Gegenstände, die man dann beschaffen muss per Quests und ja, die Halle der Seltsamkeiten. Oddities sind eigentlich so, ja, etwas Seltsames. Zum Beispiel ich, nein, Schichtwitz. Das Horn von jungen Windcaller, Isis-Grammos, Suppenlöffel, Blutsteinkelch, Schiff, also ein Schiff ist in der englischen Sprache ein im Gefängnis schnell zusammengebautes Messer, so ungefähr. Könnte man Schiff bezeichnen. Ja, es sind echt ein bisschen seltsame Sachen. Notched Pickaxe. Ich weiß nicht, ob ich die mitgenommen habe und wenn ja, ob ich die verkauft habe. Ups, das war nicht beabsichtigt, aber egal. Ah, das macht einen sehr schönen Eindruck. Ja, es ist etwas ladeheftiger, weil es ist sehr viel mit Skripten. Das steht auch in der Beschreibung, dass es dazu führen kann, dass es innerhalb des Museums und in Solitude etwas mehr
Finde die Musik auch sehr gut. Bloodwormhelm. Boah, hier gibt es so viel Zeug. Hier ist eine Tür. Weinkeller. Genau, das sind die Baracken für die Mitarbeiter quasi. Ah, ich gehe mal in den Weinkeller. Bin ich schon mal da, dann mache ich das doch. Ups, war ich das etwa? Weiß, ich konnte nicht widerstehen. Genau, das ist zu der linken vom Eingang ist dann sein... die Bücherei. Wo er die meiste Zeit seines Tages verbringt. Das sieht gut aus. Das Grab des Dragonborns? Das ist sehr cool. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Okay, das hier ist so ein Rundding. Ja, manche Texturen sind nicht ganz hundertprozentig hübsch. Ah, das hier ist dann die Bücherei. Ah! Ah! Mach es weg! Moment. Wie? Ah, das ist nicht blöd. Physikalisch nicht möglich, aber echt nicht blöd. Rise and Fall of the Blades. Oh, das ist ja... Das habe ich nicht. Hey, ich hab's. Bin so klug. Was ist? Sand Chips. Oh. Ach so. Das Buch vom Tiop, das ist dieses, wo man die Seiten im einem Totenbereich, im Seelengrab, hat man die Seiten von ihm gesucht. Und dann hat man quasi diesen Sammelband bekommen. Man hat sogar eine Frontseite dafür, das ist echt. Großen Respekt an den, der das gemacht hat. Echt großen Respekt. Echt da runterspringen? Kürze ab. Ah, es geht sogar. Ah, I'm glad you're here. Nein. I've come across a rare discovery indeed. I got word of a unique relic and was able to procure it from the cellar. Use it if you wish or place it on display. Ah, okay. Hä? Good day. Farewell. Naja, aber... Jetzt kümmere ich mich... Ich will mir das jetzt anschauen, weil jetzt mache ich die Tour kurz zu Ende, weil sonst habe ich bis zum nächsten Aufnahme vielleicht verpeilt, was ich denn schon angeschaut habe. What the fuck? Das ist ja cool. Ich hab gerade gedacht, der Geist war. Okay, das ist ein bisschen sehr für. Kolbens Kopf, Schädel, Prothemas Schädel.
Werwolfpelz, Vampirsachen. Das ist auch aus dem Ladebildschirm. Also es ist ja richtig, richtig cool. Mein Thron. Nicht mehr mein Thron. Ich weiß ja, was schlecht. Die Musik passt auch sehr, sehr gut. Ah, okay. Ah, man kann hier gar nicht runterfallen. Ich habe gedacht, man kann da runterfallen, deswegen. Ich hatte mich nämlich schon gefragt, wie man denn da hochkommt, wenn man runterfällt. Was kommt denn hier rein? Die Hand. Okay. Hand der Ehre. Ich muss sagen, wow, echt. Respekt an dem, der das gemacht hat. Moment. Und wo kam ich überhaupt? Ach, von da bin ich gekommen, okay. Ich habe mir gerade gedacht, das kann doch nicht hinhauen. Ah, das müssen wohl die so die hinteren Gänge sein. Öffnen Solitude, okay. Safehouse. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Allein was das für ein Aufwand sein muss mit den ganzen Skripten und alles. Brutalst. Aber für jedes Teil, was man ersetzt, muss dann ein Skript geschrieben werden. Oho. So möchte ich auch gern mal gesaved werden. Soll ich. Oh, boah, da ruckelt es dezent. Ah, okay, hier kann ich zur Galerie und hier kann ich. Solitude. Es ist ja großartig. Und hier ist eine Tür. Ja, und die Dinge haben gerade durchgeschienen. Allein, was es hier so zu gucken gibt. Schmelze, Ding. Es ist ja. Der Ort hier ist. Ah, okay. Aber das ist ein Bug. Okay, das passiert. Oh, das muss wohl sein Schlafzimmer sein. Ah, okay, das schließt jetzt die Verbindung. Hier kommen wir zu den heißen Quellen. Interessant, also wow, also. Das Überleben, Lernen. Ui. Let's move faster. The sun is. It's not great for my skin. Oh, es ist ja. Okay, ja, das Teil ist riesig. Kontext.
Das ist ja... Wow, also... Ich bin wirklich erstaunt, weil das ist jetzt... Ich habe schon gehört, die Mods soll ja viel bieten, aber das ist ja jetzt schon... Hier... Aber wenn man hier... Hier ist nicht der blaue Palast. Und hier kann ich nämlich... durchgehen und dann komme ich bei dieser Doppeltür raus, die vor der Galerie ist. Galerie. Also echt, wow. Jetzt bin ich hier. Oh, aber das ruckelt hier dezent. Was gibt's denn hier Schönes? Erikurs Haus. Ach, das ist das Haus, das daneben war. Das hat man jetzt quasi angeschlossen. Was natürlich Sinn macht, wenn man da schon umbaut, dann kann man das ja gleich ranbauen. Beziehungsweise, das ist eigentlich ein Balkon und der hat dann hier das einfach hingepflanzt. What? Ach so. Melloran, you lazy milk drinker. Have you finished studying the imports from Black Marsh? Indeed. Wo kommt die Stimme her? Ah, Blitze. Aber... mit diesem Ausblick, dieses Gebäude, wenn ich diesen Part, ich hoffe, es hat gefallen, ich finde es sehr interessant und ich bin gespannt, was da für Quests kommen. Und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann. Oder vielleicht die Aufnahme beenden. Right, you are, Elf.